Brains. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und wie angekündigt mit dem Himmelskämpfer. Ich muss mal gerade gucken, was habe ich denn für Fähigkeiten gegeben. Mehrfachrakete, Superstinker, Gehechtsprung. Mehrfachrakete bin ich ja kein großer Fan von, aber ich versuche sie einfach nochmal. Was haben wir denn für Gesten? Hier irgendwelche random Kacke irgendwie reinhauen. Da siegreich, jawohl, siegreich werden wir sein. Und Zombie sei brav. Ja. Blödheit. Ja, das passt zu mir. Blödheit passt zu mir. Und auf geht's. Okay, eine fliegende Erbse. Interessant. Interessant. Und wir haben schon die ersten Garten schon erobert. Das ging schnell, ohne meine Zutun. Mal rüber. Ah, komm, den kriegen wir eh nicht. Wir sind ein bisschen langsam unterwegs. Müssen auch noch ein bisschen nachladen. Da oben steht ein Kaktus und möchte, glaube ich, ordentlich Aua kriegen. Also die anderen Kollegen sind alle schon da hinten unterwegs. Wir beschwören einfach mal einen dummen Braunmantel und töten diese Drohne. Jawohl. Die aber trotzdem noch ihren Mais abgemeist hat. So, hoppadi. Hier ist... ja. Hat der überhaupt Schaden genommen? Nein. Ich pfeffer da Raketen raus, schieße sie gegen die Treppe und... ja. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, auf der PS4, wo ich jetzt in letzter Zeit mehr Plants vs. Zombies gespielt habe, ist das Ganze ein bisschen anders mit der Steuerung. Da muss man sich echt jetzt wieder umgewöhnen. So, hier gibt's keinen. Wir holen mal vernünftige Kartenpiraten. Die Stirbdrohne. Ich mag keine Drohnen. Ich mag auch keine komischen Erbsenagenten-Idioten. Ich mag auch nicht sterben. Auch nicht an die Bohne. So. Noch lebe ich. Noch kann ich einnehmen. Und hier helfen. Ja. Und hier ist ein Kaktus. Und natürlich laufe ich in die Kartoffelmine. Das war schon... Fate, würde ich mal behaupten. Ne? Ganz viele Kakteen. Nee, Junge. Nee, so nicht. Ja, ich komme mit dieser Mehrfachrakete einfach nicht klar, Leute. Aber ich lasse sie trotzdem drin. Ich muss das üben. Ist auch ein bisschen... der ist ja immer noch am Leben hier. Was ist... ich schieße die ganze Zeit auf den Boden. So muss das doch sein, auf dem Boden. Töte schon tote Schlapper. Der Noob hat wieder zugeschlagen, würde ich sagen. So. Ich kündige das jetzt schon mal an. Hier, 32 Kills werden das diese Runde nicht. So. Wollen wir uns mal ein bisschen vorbeischleichen hier, mal ein bisschen das Rückgrat der Pflanzen brechen. Hier ist anscheinend eben schon mal jemand gewesen. Aua, wer schießt denn hier an? Ein Bärenwerfer. Ja, und der Chef hat natürlich auch. Ist ja klar. Ist ja auch nur der Koali. Er läuft immer fröhlich durch die Gegend. Denkst, ja. Da kommen wir ja mal so ein bisschen da langlaufen. Das ist das Hitte. Ah, hallo. Ja. Ich kann auch Leute töten. Also Pflanzen. Leute nicht, aber Pflanzen. Oh, ein Kaktus. Der möchte in die Drohne gehen. Jetzt getötet werden.
Ja, so muss das sein. Da ist ein Schnapper. Ich nehme den Schnapper auf. Hier, Kakteen kann ich. Schnapper kann ist was anderes. Ja, Schnapper kann ich auch. Kann ich auch Kartoffeln minen. Kartoffeln minen kann ich auch. Boah, ich bin so ein krasser Typ. Wo ist noch ein Schnapper? Boah, ja. Es läuft. Jetzt bin ich natürlich tot gegen zwei Kakteen und einen Bärenwerfer. Und da hinten war noch eine Sonnenblume. Also da könnte mir jetzt keinen Vorwurf machen. Oder doch? Was steht da eigentlich? Panzer Stupid. Wahrscheinlich soll das Plants heißen. Särge! Die Welt braucht mehr Särge. Wenn man sich die aktuelle Weltlage ansieht, denke ich, dieser Spruch stimmt. Boah, das war jetzt irgendwie böse. Ja. Ich muss erstmal nach da hinten in das Rückfeld kommen. Dann ist der. Ist der ganz gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich laufe wieder hier links rum. Rechts rum. Oh, rechts und links rum. Rechts und links schwenke. Ja. Aber der spielt sich gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, wir haben gleich schon wieder eingenommen. Da ist schon wieder jemand in der Drohne, die auch schon wieder. Oh. What the fuck? Ja. Also wenn ich auf Seiten der der Pflanzen spiele, dann ist so ein Mehrfach-Rakete-Dingens immer der Tod schlechthin. Wenn ich den spiele, ist das die sichere Sache, dass ich. Oh, Gifterbse. Nee, Gifterbse, Junge. Vergiss es. Er ist schon weg. Da kommt er. Und wieder habt ihr gesehen, die Raketen. Ne? Ich bin so gut. Naja. Wurde sich übrigens in diesem Erklärvideo von dem Diaklang hat sich der Antidote, war es glaube ich, der das gemacht hat, das Video, hat sich beklagt, dass auf dem PC nur noch Gifterbsen und so ein Zeug gespielt wird und Chemiker. Ja. Oh, es kann natürlich sein, dass das auch was mit der Uhrzeit zu tun hat, in der man spielt. Und ich denke mal, dass es auch gar nicht so verkehrt ist. Oh, ich habe mal was mit der Rakete getötet. Das ist doch mal Wahnsinn. Ah, was hat mich denn da jetzt umgehauen? Ein Plasmadisruptor. Aber wenn ich abends Plants vs. Zombies spiele, dann ist in der Tat ist es ein bisschen so, dass die Lobbys nicht so voll sind wie jetzt, so gegen Mittag. Und na gut, er gehört ja auch zur arbeitenden Bevölkerung, ne, und kann halt nur an bestimmten Zeiten spielen. Sehe ich alles ein, aber die ganze Community hier unter Generalverdacht zu stellen auf dem PC, nee. So geht's nicht. Nein, ich mag den Antidote eigentlich. Kenne ihn zwar nicht, aber der hat eine angenehme Stimme und ich bin echt traurig, dass der keine Plants vs. Zombies Videos mehr macht. Also falls du das mal sehen solltest hier oder dir das jemand zeigt, bitte mach mehr Plants vs. Zombies Videos. Nur für mich. Gern auch privat. Oh.
Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Der Schnapper. Leckcrafter. Oh, ich wäre echt beinahe reingelaufen. Aber ein bisschen. Was ist das? Ein bisschen, Was ich übrigens letzt hatte, ich habe eine Runde gespielt gehabt mit dem. Wie heißt er? Hier dem Käsedoktor. Dr. Chester. Ja. Und da passiert mir das regelmäßig, dass wenn ich Minen zerstören muss, oder Minen zerstören will, ich die Minen auslöse und sie mich töten. Das ist ein bisschen krass. Ist der immer noch am Tanzen? Das werde ich dir austreiben, mein Freund. Ja, ich habe ihn gehört, Leute. Ich habe ihn gehört. Ich wusste, dass der kommt und ich... Nein, ich habe gedacht, der läuft an mir vorbei. Ich habe gedacht, okay, ich sehe nicht so köstlich aus. Bin doch nur Haut und Knochen. Aber den Schnappern ist das egal, ob man Haut und Knochen ist. Oh. Das wäre knapp gewesen. So, wir brauchen gute Zombies. Hier, so Vampire sind doch so bestimmt gute Zombies, nicht wahr? Das ist ein Schnapper. Nee, Mr. Schnapper. Dein Kraut kannst du auch wieder mit nach Hause nehmen. Das braucht keiner. Ehrlich nicht. Ich bin ja der Meister im Minen zerstören hier. Uah. Nee, komm, ey, das ist doch nicht so. Ey, da, bitte. Hot Rod Schnapper, ich sag's dir. Der Hot Rod. Diese Runde ist irgendwie viel, viel kurzweiliger als die vorher. Was jetzt nicht unbedingt ein positives Markenzeichen dieser Runde ist. Dann ist schon wieder der Schnapper unterwegs. Eieieiei, Feuererbsen davon, da ist doch bestimmt auch noch irgendwas Bambuswurm-mäßiges niedergegangen an. Naja. Den muss ich doch kriegen. Ja. Brav. Ja, Die MG-Erbse vom, ich habe deinen Namen jetzt nicht genau nochmal gesehen. Aber, ja, lustige Aktion. Finde ich gut. Sich da so mitten auf der Straße zu verwurzeln und mich einfach mal in den Haufen zu knallen, das ist doch mal was. Das kann man doch mal machen. So, jetzt kann ich nochmal probieren, hier irgendwann zu töten. Aber auch das funktioniert nicht. Komm, die 2 Meter kriegen wir noch hin. In 14 Sekunden. Können wir nochmal einen Braunmantel beschwören hier. Und nochmal nach vorne jumpen. Na, 4 Sekunden. Nochmal Raketen daneben schießen. Sperrfeuer legen mit Raketen. Nee, ich und die Mehrfachrakete, das wird nichts mehr. Aber wir haben gewonnen. Ja. Immerhin. Immerhin 5-stellig, aber das ist ja bei Zombies relativ einfach. Ja.
Jetzt gucken wir uns das makabre 18 Kill-Ergebnis an und öffnen nochmal so ein Pack hier. Damit ihr das auch mal seht, was ich für ein Driss mal. Oh, Sterne überspringe. Zwei Stück. Ja, Bambuswurm ist okay. Und sehr schön, sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß auch an dieser Folge. Wenn so, schreibt es mir unten drunter. Ob ihr einen Daumen hinterlasst oder so, ist mir total Wurst. Aber ihr schreibt doch bitte was unten drunter. Jetzt! Sofort! Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss.